Gleich wird's unangenehm für Klaus Junkunz. Der Höhlentaucher simuliert einen Verletzten. Seine Tauchkameraden üben schon mal den Transport. Für die meisten ist es heute das erste Mal. Diese Art von Trage war auch in Thailand im Einsatz. Ja, man ist halt in der Trage schon einigermaßen auf die Hilfe von anderen angewiesen, was für Höhlentaucher an sich ein sehr unangenehmer Moment ist. Da muss man sich dann überwinden und sich eben auf die Kameraden verlassen und hoffen, dass die das gut hinkriegen. Was hier Übung ist, war bei der Höhlenrettung in Thailand Realität. Wie die deutschen Höhlentaucher das trainieren, ist sogar für ein Fernsehteam aus Thailand spannend. Gut, wir werden jetzt unseren Klaus natürlich nicht sedieren und der ist jetzt auch nicht schon tagelang in der Höhle, hat er aushauen müssen. Diese Sachen spielen natürlich eine große Rolle. Die Kinder waren ja da psychisch schon belastet und das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber auch die Übung hat es in sich, auch für so erfahrene Höhlentaucher wie die der Bergwacht. Schon realistisch, man hat es ja gesehen, das ist das gleiche Material, was die Kollegen auch in Thailand verwendet haben. Und wir haben die Situation da schon mal in der Frickenhöhle gehabt. Es gibt auch in Dortbein eigene Wasserhöhlen mit Siphonstrecken, wo sowas passieren kann und auf sowas sind wir vorbereitet. Was spielerisch aussieht, ist äußerst anspruchsvoll. Beim ersten Mal fährt die Trage gleich mal Achterbahn. Die Koordination passt noch nicht. Hat schon noch Potenzial nach oben. Ja. Weil du hast das Mundstück gleich. Ja, fünfmal aus dem Mund geschlagen. Ja. Also das Szenario in Thailand möchte ich ehrlich gesagt niemals erleben müssen. Sowas. Also das war meines Erachtens ein unglaublich hohes Risiko und umso größer ist eigentlich das Glück, dass es bei nur einer verunglückten Person gegeben ist. Nach einer kurzen Manöverkritik ein neuer Versuch. Jetzt wirken die Höhlentaucher abgestimmter. Die Trage ist dadurch auch nicht mehr so schwer, sie gleitet durchs Wasser. Klaus Junkunz ist auch viel entspannter. Er kann nachfühlen, wie es den Jugendlichen in der Höhle in Thailand erging. Er ist eingeengt, ich bin es gewöhnt, aber für Kinder, die das zum ersten Mal machen, ist es natürlich schon eine sehr angespannte Situation. Man hat natürlich hier auch im Becken gute Sicht, in Thailand in der Höhle im Dunkeln nicht. Ja. Also dass die das geschafft haben, ist wirklich alle Achtung wert. Ja. Und auch die bayerischen Höhlentaucher der Bergwacht sind jetzt dank dieser Übung besser gewappnet für den Fall der Fälle.